Hallo, in diesem Video die praktische Durchführung eines Level 7 DOS-Angriffs. In einem anderen Video haben wir bereits das theoretische Konzept eines Level 4 DOS-Angriffs aufgezeigt. Nun, Level 7 unterscheidet sich von Level 4 dahingehend, dass die Kommunikation zwischen dem Client, also dem Angreifer, und dem Server, dem Opfer, nun auf der sogenannten Application Layer Ebene abläuft. Das heißt, es wird eine richtige Verbindung hergestellt. Insoweit wird also bei Level 7 versucht, die zur Verfügung stehenden Ressourcen auf einer anderen Ebene zu erschöpfen. Innerhalb der Kategorie Level 7 DOS-Angriff gibt es natürlich wiederum mehrere Möglichkeiten, die Ressourcen zu erschöpfen. Die jetzt hier gezeigte Methode mittels Slow Loris stellt einfach wie wahnsinnig gültige Verbindungen her und hält diese so lange wie möglich offen. Und das ist es dann auch schon. Der Server wird also damit blockiert, dass er alle verfügbaren Leitungen benutzt. Echte Anfragen kommen dann nicht mehr durch. Slow Loris bombardiert also nicht den Server, wie es andere Angriffe tun. Es ist vielmehr so, als wenn sich 500 Leute vor das Buffet stellen, aber dann nachher nichts davon essen wollen, während die anderen hinten nicht wirklich drankommen und verhungern. Aufgrund dieser Art des Angriffs ist allerdings dann auch logisch, dass das Ganze stark vom Server abhängt, ob er für diesen Angriff empfänglich ist. Stellen Sie sich einen Server vor, der von Ihrer IP aus nur 10 offene gleichzeitige Verbindungen zulässt. Den können Sie nicht angreifen, jedenfalls nicht mit Slow Loris. Oder eben einen Server, der die Verbindungen ganz schnell wieder abbaut. Dann wird es schwierig, zum Beispiel 500 gleichzeitige Verbindungen überhaupt offen zu halten. Einen ähnlichen Angriff, bei dem sich der Apache-Webserver als recht resistent erwies, haben wir in einem anderen Video bereits gezeigt. Jetzt hier, wie gesagt, Slow Loris, finden Sie im Internet unter h.kers.org/slowloris. Da finden wir dann, abgesehen von der Beschreibung, auch noch die Webserver, die dafür besonders empfänglich sind. Eben in diesem Fall jetzt hier Apache 2.0. Das ist der Rechner, den ich jetzt hier angreifen werde. Abgesehen davon gibt es natürlich nochmal Unterschiede, ob das Ganze auf einem Linux-Betriebssystem läuft oder unter einem Windows-Betriebssystem. Ich mache es mir jetzt hier für Demonstrationszwecke recht einfach, indem ich einfach ein Windows angreife. Wobei das jetzt nicht unbedingt so realistisch sein muss, denn wenn ich jetzt eventuell überhaupt Windows als Serverbetriebssystem einsetze, dann würde ich eventuell auch den Internet Information Server 7.0 einsetzen. Der ist ja auch von Microsoft und der ist zum Beispiel für diese Art von Angriff nicht so empfänglich. Insoweit die Kombination also nur zu Zwecken der Demonstration. Hier mein Webbrowser, der greift schon auf den XP-Rechner zu. Das ist der XP-Rechner, Localhost, einfach nur die entsprechende Textnachricht und hier die Identifikation, dass das ein XP-Rechner ist. Und das haben wir hier genau nochmal in grün, auch XP-Local, das ist dieser XP-Rechner. Ganz kurz auch noch gezeigt, die offenen Verbindungen. Netstat, keine Verbindungen derzeit offen. Gehen wir also zum Angriff über. Slow Loris ist jetzt hier schon installiert. Normalerweise würde man so beginnen. Ich bin jetzt hier schon als Benutzer root unterwegs. Insoweit würde man also so beginnen, dass man erstmal perl slowloris.pl minus dns jetzt xp.local die Domain Port 80 und Test angibt, um erstmal zu testen, wie lange denn der entsprechende Server, den wir jetzt hier gleich angreifen wollen, die Verbindungen offen hält. Und dann kriegen wir jetzt hier quasi angezeigt, das Ganze wird ungefähr 15 Minuten dauern, dieser Test. Und zuerst eben versucht, eine Verbindung 2 Sekunden lang offen zu halten. Das hat natürlich funktioniert. Soweit geht noch jeder mit. Jetzt als nächstes der Test 30 Sekunden, ob denn eben jetzt unser XP-Rechner, der ja einen Apache-Webserver aktiv hat, ob der eben die Verbindung 30 Sekunden offen hält. Hier das Feedback, 30 Sekunden wurden ebenfalls aktiv offen gehalten, als nächstes also 90 Sekunden und so weiter. Nachdem der Test dann durchgelaufen ist, bekommen wir hier eine Empfehlung, welchen Wert wir für Timeout benutzen sollten. 500 Sekunden in diesem Fall, das heißt der Server, den wir angreifen, der hält eine Verbindung, nachdem sie erstmal steht, für 500 Sekunden lang fast 10 Minuten offen. Das ist schon eher ungewöhnlich, aber gut, deswegen greifen wir ja auch genau diesen Server an. Normalerweise kommen da wohl eher so Werte rum, von wegen, dass man als Timeout 30 Sekunden benutzen soll.
Wobei natürlich jetzt nicht der optimale Wert ermittelt wurde, sondern es wurden halt nur diese 5 Werte getestet. Kann sein, dass theoretisch 120 Sekunden der beste Wert ist. Das würden wir allerdings nicht feststellen. Mit dieser Methode, hier würden wir jetzt nur sehen, 90 Sekunden funktioniert noch, 240 Sekunden hat halt nicht mehr funktioniert. In diesem Fall dann, wenn 120 Sekunden der optimale Wert ist. Kann man mit Slow Loris über die Testfunktion ebenfalls ermitteln, haben wir jetzt hier aber nicht gemacht. So, nachdem wir also unseren optimalen Wert haben, schicken wir den normalen Befehl los mit Perl slow loris dns xp.local port 80. Jetzt kommt der Timeout-Befehl. Da nehme ich jetzt einfach mal 30, weil wir das hier gar nicht lange genug testen werden, dass diese Einstellung zum Ziehen kommt. Wie viele Verbindungen? Ich nehme jetzt einfach mal 500. Normalerweise kommt ein Apache-Webserver ins Straucheln, so bis maximal 700 Verbindungen. Dann ist normalerweise Schluss. Ich teste das jetzt hier einfach mit 500. Wenn es nicht funktionieren würde, kann man es ja immer noch hochsetzen. So, und die letzte Einstellung, TCP2 auf 5. So, also letzter Test. Hier nochmal der Webbrowser, local XP funktioniert. Ich kriege das Ganze angezeigt. Schicken wir den Befehl ab. So, jetzt werden die Daten entsprechend geschickt. Und dann eben, jetzt wird hier geschrieben, also wir haben jetzt hier die entsprechenden Pakete rübergeschickt. Und jetzt wird dieser Thread, der wird jetzt für 30 Sekunden offen gehalten, weil Slow Loris glaubt, dass der Server die Verbindungen genau 30 Sekunden offen hält. Also prüfen wir mal, ob hier überhaupt noch was kommt. Hier unten kriege ich jetzt Warten auf XP Local. Hier dreht sich auch das kleine Indikatorzeichen, das heißt, hier kommt schon nichts mehr. Der Server ist weg. Können wir jetzt theoretisch hier auch nochmal prüfen. So. Webseite nicht verfügbar. Hier kommt direkt der Timeout des Webbrowsers. Das heißt, hier passiert nichts mehr. Und wenn ich mir jetzt hier die offenen Verbindungen anzeigen lasse, dann sehe ich jetzt hier ungefähr 500 offene Verbindungen. Das heißt, solange dieser Angriff läuft, läuft auf diesem Server hier nichts mehr. Selbst wenn der Webserver die Verbindungen schließt. Nun, wir haben jetzt hier gerade angewiesen, dass Slow Loris regelmäßig neue Verbindungen aufbaut. Deswegen ist das also quasi ein Angriff, der jetzt auf ewig laufen würde. Wenn wir das Ganze jetzt hier beenden, Steuerung C, können wir auch direkt hier wieder testen. Jetzt ist wieder alles da, jetzt funktioniert es wieder sofort, Reload und hier auf unserem XP-Rechner ebenfalls sofort wieder da. Abschließend dann mal ganz kurz noch der Test, das gleiche natürlich auch unter Windows 7, da gibt es also keinerlei Unterschiede. Server läuft noch. Dieselben Einstellungen auf den Windows 7-Rechner. Abgeschickt. Reload. Und hier kommt schon nichts mehr. Anfrage wird gesendet. Auch hier Netstat-Befehl. Hier scheint es den ganzen Rechner so dermaßen lahmzulegen, dass die Verbindungen äußerst langsam reinkommen und angezeigt werden. Das sollte jetzt allerdings nur demonstrieren, dass es nicht unbedingt die Schuld ist von Windows. Zumindest die zwei Windows-Versionen, die ich jetzt hier getestet habe, die sind sowieso ungeeignet für Serverdienste. Dann noch in Verbindung mit dem Apache 2 ist dann halt eben alles verloren. Beenden wir den Angriff auch hier. Ja, komm schon, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis das hier durchgelaufen ist. Bis er sich hier meldet. So, da haben wir ihn wieder. Abbrechen, Reload. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt funktioniert es wieder. Das also Slow Loris, ein DOS-Angriff auf einen Apache-Webserver von nur einem Rechner aus. Natürlich kann der Apache 2 entsprechend konfiguriert werden, dass er nicht ganz so anfällig ist. 100%ige Erfolgschancen verspricht das nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall besser als gar nichts zu tun. Zeigen wir Ihnen in einem anderen Video. Okay.